Wunderbar, Leute. Willkommen zu einer neuen Folge Mario Maker 2. Oh, geil. Ein neues Level von mir wurde gespielt. Dankeschön. So, an sich gibt es hier gerade keine Bauarbeiten, weil irgendwie die haben keinen Bock. Oder was? Wir gehen mal gucken. Ihr habt drei auf. Was ist denn los, Leute? Was überlegt ihr denn? Ist hier der Grüne erstmal zuerst. Hallo, voll böse. Hör mal zu, Mario. Die Bauleiterin hat mir Lakitos Wolke abgenommen. Angeblich ein Verstoß gegen die Sicherheitsvorschriften. Pfiss. Aber ich sollte doch wohl nicht so laut sprechen, bevor sie noch was mitbekommt. Flüstere ich es dir besser ins Ohr, ja? Himmlisches Arbeiten. Oder kriege ich auch nichts für? Anscheinend wieder irgendeine Wolke oder sowas? Na gut, okay. Ohne Lakitos Wolke komme ich nicht zum Westflügel. Ah, aber die Bauleiterin will das einfach nicht einsehen. Könntest du mir nicht eine neue besorgen? Ich verspreche euch, ich bin ganz vorsichtig damit. Grüner Tod. Erreiche das Ziel auf Lakitos Wolke. Ja, yeah, vielen Dank, ey. Ich verlasse mich auf dich. Let's go. Cool, dann mache ich erstmal alle drei Aufgaben, damit wir hier schön überall Bauten anfangen können. Wo ich glaube, nicht so viel Geld dafür habe. Naja, dann sammle ich jetzt aber hier zwischendurch mal ein bisschen Cash ein. Oh Gott, was? Ah! Oh Gott, warte, es ist zielbedingt. Boah, war richtig schnell. Oh Gott. Oh, das ist noch eine Zehnermünze. Die kriegt noch. Oh ne, die kriegt doch nicht. Ah! Boah! Okay, es geht zu schnell. Dann darf ich die Münzen unten nicht holen. Okay, gut. Nee, komm, wir hauen einfach ab. Das geht ja richtig schnell. Voll richtig schnelle Level. Alter, boah, voll schnell. Und sind ja die Hitboxen? Alter, diese Spike-Dinger, weil ich beim letzten Part angesprochen habe. Irgendwie sind die Hitboxen, die haben sie wirklich größer gemacht. Das ist nicht nur mir aufgefallen, das ist anderen auch aufgefallen. Hör mal, Bruder, du bist schon wieder... Luigi, hau ab, Mann! Sag mal... Ey, Luigi ist manchmal so ein, ne, erst hier die zweite Geige immer, aber dann mir sagen von wegen, ja, sag mal, Bruder, ich würde das besser machen, lolol. Mann, ey. So. Sehr cool. Ganz normal und casual abgeschlossen, das Level, ja. Wenn ich noch einmal Luigis Gesicht sehe. So. Boah, 15 Münzen? Naja. Egal, es geht darum, dass er jetzt darüber kann. Oder? Einfach mitgenommen. Okay, cool. So, jetzt noch der andere Tod. Kann ich hier einfach auch mit rüber? Aufsteigen. Ey, klappt ja wirklich. So, flupp. Hui. Sind jetzt kein Auftrag mehr oder was? Oder wie oder was? Nö, der freut sich einfach. Guck mal, wie er sich freut. Hallo. Danke für deine neue Wolke. Und ich glaube mir, da kann gar nichts passieren. Wenn ich irgendwann mal Bauleiter werde, dann kriegt jeder so eine Wolke und einen Superhammer und einen Brenner. Und sag bitte nichts von der Bauleiterin, okay? Ich werde weiter hier auf dem Westflügel arbeiten, aber erst wenn die Bauleiterin den Status gibt. Ordnung muss nun mal sein. So, dann merke ich erstmal noch die anderen beiden Toads, dass ich den drei Sachen auf einmal einen Auftrag geben kann. Ja. So, was überlegst du denn? Warum kommst du denn nicht da hoch? Würde mich ja mal interessieren. So, Oh, Mario, könnte ich dich kurz sprechen? Worum geht's denn, Kleiner? Aber sag davon ja nichts zu der Bauleiterin, okay? Steinschlepperei. Okay. Die Bauleiterin muss sich wohl verrechnet haben. Es ist kein Steinquader für die Treppe mehr übrig. Und wie ich sie kenne, wird es unbedingt ein Steinquader aus der Wüste sein müssen. Könntest du mit Hilfe von Y einen herschleppen? Aber heb dir keinen Bruch. Die Dinger sind echt schwer. Erreiche das Ziel mit einem Steinquader. Was? Wir zählen auf dich. Mit einem Steinquader? Hä? Was? Wie jetzt? Was? So, das Ding kann ich hochheben? Oder wie soll ich das machen? Okay, was ist denn das? Boah, der macht mich voll schwer. Übel. Alter, warum macht er mich so schwer? So, kann er aber bestimmt benutzen, oder? Boah. Alter, richtig krass. Das ist ja auch cool. Hier, Mann. Boah. Mario kann ihn richtig wegkicken, ey. Als ob Mario so ein Ding kickt. Ah, nach oben kann ich den nicht werfen. Okay, warte. Oh, geil, ein Live. Okay, das Cash interessiert nicht. Ich brauch kein Cash. Wow. Weil bist du so ein Steinquader reicht jetzt aus für die Treppe oder was? Ich weiß doch nicht, was ist los mit diesen Toads? Ja, richtig starker Wind. Okay, aber dann kommen wir jetzt auch richtig das Secret Way. Pass mal auf. Oh shit. Hier muss man ganz einfach. Habe ich jetzt verkackt? Scheiße. Ich wollte eine Brücke für den Typen da bauen. Aber dann, ich glaube, ich kann es aber noch holen. Wartet. Damit der hier mal durchlassen würde. Was er nicht tut. Mann, warte hier. So.
Okay. Dahin. So, dann kommt er nämlich, der müsste nämlich eigentlich hier rüberkommen. Du kleine Vieh. Und dann hol ich mir Cash. Ich hol mir Cash. Yeah, dum, dum. Wunderbar. Weiter geht's. Du, du, du. Oh Mann, jetzt eine schwere Stöpperei hier. Ja. Yeah. Okay. Yeah, ich hab's geschafft. Cool. Ach, Mann, so ein Quatsch. Aber gut, was soll's. Toad wird sich freuen. Ich muss erstmal Pause machen, deswegen duckt sich Mario so erstmal hin. So, Toad. Jetzt will ich auch mal eine Treppe sehen, die da hochführt. Ne? So, tada, ein bisschen Cash nebenbei. Wieder 800. Sehr gut. So, wo ist die jetzt? Ah, verstehe. So, dann ist auch der Toad jetzt ready. Freut sich auch. Ja, dann geht mal schnell gucken, ne? So, was der sagt der denn nochmal? Hallo? Na, Kleiner? Oh, Mario, danke nochmal für den Steinquader. Wie du siehst, ist die Treppe schon fertig. Die Bauleiterin ist zwar von der gut, ist zwar eine von den Guten, aber manchmal passiert ihr echt doofe Fehler. Große Fresse. Verrat ihr bloß nicht, dass ich das gesagt habe. Zumindest nicht in dem zweiten Teil. Also, naja, sobald ich neue Anweisungen von der Bauleiterin bekomme, mache ich hier weiter. Ja, mach mal weiter. Das sieht ja echt so aus, als würde bloß noch, ja, halt jeweils ein Turmstück fehlen. Ne, irgendwie? Naja, mal gucken. So, jetzt hast du noch die letzte. Du kommst ruhig darüber, brauchst du auch eine Wolke oder was brauchst du? Um von hier zum Ostflügel zu gelangen, bräuchten wir einen Ausrufezeichenblock. Aber kannst du von der Bollotterin ein Geheimnis bewahren? Ja, klar. Oh, dann hör mal zu. Der verlorene Toad. So, der lila Toad, der die Ausrufezeichenblöcke anfertigt, ist noch immer nicht hier. Ich fürchte fast, die Bollotterin hat sich um den Luftgaleeren-Zeitplan vertan. Also bitte, such den lila Toad und bring ihn zu uns. Erreiche das Ziel mit Toad. Mit einem Toad. Man kann Toads Level verbauen? Ja, danke schon mal. Yeah! Wie geht das denn? Okay, bin ich aber gespannt, der verlorene Sohn. Ey, cool. Ich hab ja schon ein bisschen gebaut, aber ich habe noch nicht alle Zielbedingungen mir angeguckt. Und das ist ja richtig cool. Richtig interessant. Läuft der mir denn hinterher oder wie soll das vonstatten gehen? Schauen wir mal, Leute. Oh. Hui. Da ist er ja wirklich. Was machst du denn hier? Ja, sehr geil. Der kommt wirklich mit. Ja, das ist ja mal voll cool. Nein, Mann. Ich wollte raufspringen. Aber die Rakete war zu schnell. Vier Leben noch. Ja, wenn man den einmal erreicht hat, dann kann man den ja gar nicht mehr verlieren, ne? Bom, 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 bom. So, jetzt geht's hier langsam. Komm, Toad, was schläfst du denn hier? Du sollst Ausrufezeichenblöcke besorgen. Und nicht hier einfach rumchillen. Jetzt schon, dass auch Toad jetzt groß ist. Oh, fies, ey. Oh, man kann ihn doch wieder verlieren, wenn ich getroffen werde, okay? Boop. Ist hier oben noch was? Yeah, just what I need. Komm, kleiner Teufel, wir werden verfolgt. Ah. Okay. Cash, wow. Oh nein. Ja, Mann, so ein Mist. Toad, komm sofort her. Ja, das muss ich doch nochmal machen, verdammt. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Okay, das ist das Ziel. Yeah. Gott sei Dank. Boah, ey, der kleine Toad. Mario Time. Sehr schön. Ach man, ich freue mich so, das Spiel kennenzulernen. Es hat gleich Bock, ein eigenes Toad-Suchlevel zu bauen. So. Kann bestimmt nur noch mehr Toads einstellen, oder? Richtig cool. So, okay, und jetzt? Plupp, einfach da. Wo ist eigentlich der andere Toad, der pennt? Oder war der das? Na gut. Jetzt freut er sich auch. Also mit dem muss ich auch mal kurz quatschen. Überqueren. Boop. Macht alles von alleine. So. Hallo, na? Oh Mann, ey, der lila Toad hat Ausrufezeichenblöcke für uns angefertigt. Die Bauleiterin hatte ihn wohl tatsächlich auf die falsche Luftgaleere beordert. Manchmal habe ich das Gefühl, es würde besser laufen, wenn man uns nicht die ganze Zeit von oben reinreden würde. Aber verrat das bloß niemanden, dass ich das gesagt habe. Okay, dann werde ich jetzt wohl mal weiter um den Ostflügel mich kümmern. Sprich mit der Bauleiterin und es kann losgehen. So, hat der lila Toad noch irgendwas für mich oder bist du jetzt einfach nur da und siehst gut aus? Danke, dass du mich abgeholt hast. Unglaublich, dass ich auf einer Luftgaleere unserer Feinde gelandet war. Ich bin übrigens der lila Toad. Freut mich, der
Meine handgezimmerten Ausrufezeichenblöcke sind im ganzen Königreich berühmt. Probier sie doch einmal aus, dann wirst du sehen, warum. Oh Mann, ey. So. Wir brauchen Geld immer noch. Ist so schön, ey, dass man hier auch anscheinend so noch so mehr Sachen freispielt. Ja, was passiert mit der Pflanze hier? Was ist mit dem Ding hier? Und vor allem der Knubbel da? Also ich meine, nur das Schloss aufbauen ist bestimmt nicht das Einzige. Vielleicht sagen sie dann vorwiegend, auch wenn wir dabei sind, wir können ja noch andere Sachen bauen, oder Mario? Und Mario nur so, ja. So, ich habe noch Aufträge für dich. So, ich mache nochmal so einen hier, weil der bringt ordentlich Geld. Die Kettenhunde sind los. Und der bringt kein Geld, bringt ja ein T-Shirt. Wow, wow, mein üblicher Weg beim Gassigehen ist voller Kettenhunde. Bitte zeig mir, wie man da durchkommt, ohne zu springen. Erreiche das Ziel, ohne den Boden zu berühren, nachdem du ihn einmal verlassen hast. Oh nein. Aber die Level sind eigentlich cool. Ja, man muss ja da nicht, man kann ja nicht viel falsch machen. Man muss bloß irgendwie geschickt das Level-Design ausnutzen, um irgendwie daran vorbeizukommen. Mal gucken, bloß die Kettenhunde bewegen sich ja so, so fies. Toll. Oh Mann, ich hab so Angst. Was willst du denn? Oder wie rumschwingt, Alter? Ja, okay. Lass das so geht. Das ist so cool. Oh nein. Jetzt oder mit so einem Mist. Oh nein, da ist er. Da ist die Plattform hier sehr groß. Oh, genau wie der Kettenhund. Verdammt. Okay, ja, ist nicht umsonst, ne? Schwierigkeitsgrad 5. Man ist halt leider echt ein bisschen gehemmt, ey. Man kann halt nicht mehr so geil springen. Weil man kann halt überhaupt nicht wegspringen oder so, ja? Deswegen ist halt ein bisschen doof. Hier, Mann, der olle Hund. Wow. Wie er da rumschwingt, ey, an der Leine gefesselt. So. Oh Mann, ey, der kommt so langsam runter. Warum ist er doch so ein großer Hund? Ah, Wissen macht er nicht nochmal kehrt oder so. Lalala. Oh nein. Oh, okay. Oh. Ich werd nur verarscht. Oh, was denn jetzt? Okay, bitte schwing nicht so krass, bitte. Ah. Nein, ah, haust du ab. Oh Gott, okay. Okay, alles klar. Oh Mann, das ist ja so ein normaler Hund. Warte mal, die weg jetzt da laufen, nehme ich das Ding ja mit, ne? So, okay. Ah, okay, tschüss. Was soll denn das? Naja, wie ist denn, hat der Hund Spaß? So, okay, dich baller ich jetzt hier hoch, ne? Oh, sehr schön. Oh, sehr schön. Das ist so cool. Ist so cool gemacht. So richtig mit Rätsel und alles. Oh Gott. Jetzt geht's ab, Mann! Ah. Mann, ey, was war das für ein Spaß? Alle Hunde gekillt. So, jetzt krieg ich erstmal ein schönes Shirt. Ja, die Shirts kann ich vielleicht auch erklären. Das sind auch so, die bekommt man unter unterschiedlichsten Bedingungen freigespielt. Yeah, das Reset-Kleid. Und die kann man halt in seinem Avatar geben. Der Avatar ist an sich nur sichtbar in halt hier, im Levelbaumodus. Oder halt, wenn du halt die eigenen Level präsentierst. Dazu werden wir auch noch alles kommen. Macht euch keine Sorgen. Hey Hundi, war's das? Erhalte Baumeisterkleidung. Erhaltene Baumeisterkleidung kannst du im Level ins aller Welt einsetzen. Genau. Das war's jetzt, Hundi? Du bist jetzt zufrieden? Wuff, wuff. Danke, dass du dich um meine Aufträge gekümmert hast. Kein Problem, Wanderbus 3. Dann kannst du ja jetzt chillen. So, was machen wir jetzt noch? Toilette Bescheid sagen? Wo ist denn der schlafende Toad? Hat der Aufträge mit der Pente? Was zum... Was machst du denn hier? Guck mal, Mario, der gelbe Toad schläft hier einfach, während die anderen schuften. Wollen wir ihn aufwecken? Der Powblock-Wecker. Klar, Mann. Wenn du mit Powblöcken ordentlich Rabatz machst, wacht die Schlafmütze wieder auf. Und zufällig wüsste ich auch die perfekte Stelle, wo es Powblöcke und vor nur so wimmelt. Also dann, tob dich mal aus. Besiege alle Stachis und erreiche das Ziel. Den Rest verlasse ich denn dir. Dass er nicht mal wach wird, ey. Der kann ja nicht die ganze Zeit pennen. Er soll arbeiten. Der wird bezahlt. Glaube ich zumindest. Okay. So, ich kann wieder springen. Ist das schön. Warte, hier ist das Ziel? Okay, wo ist denn der Powerblock? Achso, ich muss hier rin. Ups. Ich dachte, ich habe jetzt gewartet, dass da was rauskommt. Aber das ist ja ein Pfeil, der zeigt nach oben. Oh Gott. Alter, boah, das ist ja richtig übel. Mit böser Sonne und alles. Okay, gut. Ja, wie gesagt, wir gehen leider nicht alle down. Man muss die Schicht für Schicht abarbeiten, weil vom Powerblock werden ja nur die Gegner getroffen, die direkten Kontakt mit dem Boden haben. Und das haben wir hier noch nicht alle. So. Na, Alter, das ist ja richtig übel.
Obwohl, vielleicht muss ich irgendwo schnell zur anderen Seite, aber da kommt die Sonne und guckt böse. Mann! Okay, aber sobald ich den ersten Down habe, kann ich ja leichter über die anderen rüberspringen, ne? Das schaffe ich. Okay. Was passiert, wenn ich das nicht schaffe? Mann, Luigi, hau ab, ey! Ey, Luigi triggert mich richtig hart. Man verliert zweimal und er sagt gleich, oh, oh. Tja, mein Bruderherz, ne? Bist ja wohl richtig schlecht, war Bruderherz? Ich doch Luigi. Die Sonne kommt! Tschüss. So, das war's, yay! Ah, oh, wenigstens 10 Bonusmünzen. Das haben wir wirklich richtig Rabatz gemacht. Wenn der jetzt nicht wach ist, ja, dann weiß ich auch nicht. So, werd wach! 19 Münzen erstmal, danke, erstmal eingecashed. Jetzt wird er bestimmt von dem Klimpern der Münzen wird er jetzt erst wach. Sag ich doch. Hab ich da Geld gehört jetzt? Alter, richtiger Streck und richtiger Gähnanfall. So, das war's. Toll, guckt er mich blöd an, ja. Und danke für die Hilfe, Mario. Der gelbe Toad ist ein bekannter Steinmetz. Was der mit dem Steinquader anstellen kann, da schlackerst du mit den Ohren, Mann. Okay, die kriegen wir nochmal hin jetzt. Was hast du denn noch für ein Level? Oh, jetzt bin ich aber mal ausgeschlafen. Ich konnte den von der Bauleiterin gewünschten Steinquader einfach nicht finden. Da habe ich ihn erstmal hingelegt. Aber jetzt, wo du da bist, ist das alles geregelt. Du besorgst jetzt ganz einfach den Steinquader für mich, oder? Am besten suchst du das erstmal hier. Der unterirdische Steinbruch. Also nur ein Level, ein Stern, kriegen wir noch hin. Die Bauleiterin besteht darauf, dass wir ganz spezielle Steinquader verwenden, die es nur in der Höhle, nur in den Höhlen gibt. Das Problem ist, dass sie nicht gerade einfach da ranzukommen sind, ne? Würdest du einen Steinquader für uns besorgen? Ach, schon wieder so ein Level? Das packst du mit links. Let's go. Und dann beende ich mit links den Part. Der unterirdische Steinbruch. So, wieder so ein oller Steinquader. Cool. Aber kommt der erst, wenn man eine Zielbedingung eingelegt hat, oder muss man den irgendwie beim Level bauen, sage ich mal, jetzt irgendwo hinlegen? Oh, das ist auch so ein schönes Theme, ey. Ich weiß gar nicht, was so mein Lieblingstheme irgendwie ist, aber ich finde Super Mario World ist wirklich krass. Ist klasse, klasse Theme. Was hat denn, da sieht irgendwie alles immer spitze aus. Sei es hier die Höhle. Cooler Mucke. So, wo ist jetzt aber der Steinquader? Wo ist denn der? Yoshi, hast du irgendwo einen Steinquader gesehen? Leck mal das Leben daraus. Nee, natürlich nicht. Wow. Du. Das Leben. Mann, Gott, die alten Knochen hier. Komm her. So, oh, alle abgeschossen, ey. Fliegen erstmal in die Knochen. So, wo ist denn jetzt hier? Es wäre halt den Stein verpasst. Da lag kein Stein. Hui. Nee, okay, gut. Ich habe den Stein nicht mitgenommen. Wo bist du denn? Wo ist denn der ohne Stein? Hier ist doch so ein Ding. Hier, nimm mit. Nee. Hey, der lag aber nicht am Anfang rum. Oh, hi, Yoshi. So, nochmal, wo ist der denn? Der Weg echt so dämlich mal wieder. Guck, da unten ist halt einer. So ein Ding ist doch zu mitnehmen, aber den komme ich gar nicht ran. Ja, wo ist der denn? Was? Liegt der hier irgendwo rum? Hier ist ja der Anfang, hier ist keiner. Wo ist der Steinquader? Sollt ihr mit Yoshi aus der Wand lecken? Das würde vielleicht klappen, oder? Wartet mal. Den da, komm her. Okay, ist ja geil. Das ist ja wirklich voll cool. Da musst du erstmal kommen. Also, man weiß natürlich, dass Yoshi Sachen weglecken kann, aber. Gab es denn irgendwo anders irgendwie? Welche Yoshi aber? Nee, hier war bloß das Leben und alles. Oh oh, die Zeit, Leute, die Zeit. Ich hab so viel getrödelt. Hier ist ja auch ja keiner mehr. Den muss man sich echt vom Anfang holen. Okay, wartet. Ja. Yoshi, danke, aber ich muss jetzt wieder los. Hey, danke, Yoshi. So, uff. So, Mario kann ja zum Glück den hochkicken. Mann! Warte mal. Oh! Was ist das denn? Das gibt's einfach nicht. Okay, Leute, das Level nimmt von wegen Schwierigkeit gerade 1. Okay, es reicht. So, nochmal. Da muss ich erstmal Yoshi holen und erstmal die Viecher umbringen. Aber irgendwie kommen die ja leider wieder. Das ist ja der Doofe. So, komm her, oder Pilz, schnell, ich brauche ich. Just what I need, Digga. Toll. Ich bin einfach ein Held. Hui. So, komm her, Yoshi. Flutschen, so. Erstmal alles töten hier, erstmal alles am besten. Vor allem die ollen drei Koopas da. Ah, die habe ich ja schon mal getötet, die sind ja wieder da. Oh, weggekegelt einfach. Also man kommt hier halt echt nicht hoch, ne? Und kann Yoshi den da weg hinspucken? So schnell, ich habe nicht so viel Zeit. Warte, vielleicht waren die Gegner auch nur da, weil ich aus Versehen
aus Versehen nochmal rausgegangen bin aus dem Level. Yoshi, ich brauch doch deine Zunge, Mann! Komm her! Du, na, pst, na, okay. Du. Baum, baum. So. So, Yoshi, jetzt habe ich aber echt ein Problem, was ich da jetzt bei der Anhöhe da mache. Weil irgendwie kann doch Yoshi, die Spuck ist da hin. Warte mal, vielleicht muss ich das mit Zeit machen oder was? Nee, Yoshi, oder muss ich das so bouncen? Nee, wie soll ich das denn machen? So, komm her, Yoshi. Ich spring ab. Tram. So, jetzt kommt Yoshi aber nicht mehr hoch. Da muss man irgendwie den. Nee, der Stein bounced ja auch nicht weit. Nee. Ja, Mann, Mario kann ihn halt leider nicht so kicken. Wartet mal. Vielleicht den so. Guck mal, das schafft er nicht. Oder warte mal, doch, vielleicht. Ich muss früher stoßen. Wie soll ich das denn? Achso, Mensch, wartet mal, ich Trottel. Wartet mal, so geht's ja. Wartet, ich weiß wie. So, ich hab's. Schnell, Yoshi. Da muss ich überlegen. Beinahe hätte ich's nicht geschnallt. Yeah! So, na, es muss ja irgendwie mal gehen, ne? Immer welche schön rätsellastig. So. Boah, das war ja cool. Jetzt willst du den Part beenden? Yo. Alles klar. Danke für den Steinquader. Ich werde ein echtes Kunstwerk daraus machen. Wart's nur ab. Wie, was denn jetzt? Wow. Das ist echt hübsch, Toad. Oder hat er anscheinend immer noch mehr? So, jetzt habe ich erstmal fast wieder ein Tausi. Dann würde ich erstmal wieder dafür sorgen, dass neue Aufträge, dass wir schon mal an irgendwas bauen. Ja. Aber Leute, erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part hier im Story-Modus von Super Mario Maker 2. Und danke, dass ihr immer meine Level zockt. Ich sehe es immer, wenn es immer eingeblendet wird und dass ihr den Level ein Herzchen gebt. Tschüss.